willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, meine Freunde. Heute bin ich echt mega hyped. Und zwar, meine Freunde, heute ist der erste offizielle Kinostart für meinen eigenen Kinofilm. Ich dachte die ganze Zeit für meinen eigenen Kinofilm. Ich weiß, es war nicht mein Kinofilm, aber trotzdem, es fühlt sich so an. Leute, es ist einfach mein erster Film und es ist einfach crazy. Und heute gehen wir auf jeden Fall ins Kino und schauen einfach mal, wenn die Leute sich da Tickets kaufen. Leider habe ich nicht die perfekte Session gefunden. Die 14 Uhr Vorstellung ist leider schon vorbei, wo alle wahrscheinlich waren. Aber egal, dann ist es auch nicht so schlimm, weil da kann ich besser undercover sein. Bevor wir das aber machen, Leute, habe ich eine mega nice News. Ab zum Kino, meine Freunde. Und ich schau mal, wie viele Leute da jetzt da sind und wir überraschen die Leute ein bisschen. Oder wir gehen so mit und so, hä, wer ist das auf dem Plakat? Oh Leute, wer ist denn das? So bin ja ich. Alter, wie riesig das hier hängt. Das bin ja ich, Alter. Einfach krass. Wo ist hier schon wieder? Schon alle deine Fans hoch. Alle meine Fans stehen da oben, nice. So Leute, wir werden jetzt einfach nach oben gehen. Mein Plan ist nach oben zu gehen, von oben alles zu beobachten. Wir werden das ganze Geschehen jetzt von oben begutachten. Da bin ich nochmal. Nice, sexy. Das ist dein Ohr, Jona. Dein Ohr ist sehr schön. Jona, warum bist du nicht auf dem Plakat? Wann erreichst du endlich was in deinem Leben, Minion? Wir haben ein kleines Problem. Und zwar sind wir jetzt hier ganz nach oben gegangen, weil wir wurden da schon tausendmal erkannt. Ich möchte jetzt aber wissen, in welchem Kinosaal der Film abspielt. Das sieht man halt im Internet irgendwie nicht. Und deswegen muss ich jetzt da anrufen, obwohl wir drin im Kino sind, in welchem Saal das ist. Und dann stellen wir uns einfach vor den Saal. Aber nice, let's go. Okay, alles klar. Kino 11 ist hier oben. Kino 11. Das ist hier. Da hinten ist Kino 11. Hallo. Wir gucken einfach nur. Ich bin da hinten auf dem Plakat. Also ich habe den Film mitgemacht. Lol. Da laufen wir immer, Leute. Hier, da sieht man die fetten Menschen, die sich gerade versuchen, dünner zu machen. Hier, da läuft Jona eigentlich immer. Heute sind wir fett und sind im Kino. Entschuldigung, in welchen Film geht ihr gleich? Misfits? Ja. Ich spiele damit. Tschüss. Ich will damit. Okay, tschüss. Einfach nice, Digga. Das Ding ist, das ist das Geile daran gewesen. Hallo, kleine Umfrage. In welchen Film geht ihr gleich? Misfits? Ja, können wir machen. Dieser Moment vorhin. Ja, welcher Kinofilm geht ihr? Warte mal. So, dann sind wir aus dem Film raus. Und Deutschland ist einfach nice, Mann. Zum Glück habe ich den besten Sitz im Land deutscher Welt an und du nicht. Okay, Leute, wir haben uns gerettet, Alter. Wir sind gerade in Jonas Wohnung, meine Freunde. Und Jona hat hier seine wunderschönen Gucci-Flipflops, die er mir abgekauft hat. Die Frage ist so, entweder sind die Gucci-Flipflops angenehmer als die Adiletten? Asiletten sind das, mein Bruder. Okay, mal gucken. Digga. Die sind aber tausendmal nicer, Digga. Okay, Leute, wir sind solche gammligen Menschen. Wir laufen jetzt hier durch Viertel mit unseren Gucci-Schuhen. So, unsere Ausbeute, Alter. Nice, Digga. Ich fühle mich einfach, seitdem ich mit Jona abhänge, einfach wie ein richtiger Asi. Okay, wir sind wieder back in the girl zu Hause. Oh mein Gott, Erleuchtung. Leute, es war auf jeden Fall eine witzige Erfahrung, mal zu sehen, wie Leute in einem eigenen Kinofilm zu sehen, dieses riesige Plakat da hängen zu sehen und so, what the fuck? Hey, Filmstar ist am Start, Leute. Yeah. Außerdem, meine Freunde, habe ich überlegt, das kann es doch nicht gewesen sein, meine Freunde. Ich war bei der Abendvorstellung, Mann. Es waren nicht so viele da. Es war noch nicht so cool. Ich habe mir gedacht, ich werde einfach jetzt mal zwei Kinos aussuchen hier in der Nähe von Köln, wo ich einfach mal die nächsten Tage vorbeischauen werde. Also, Leute, dann können wir auf jeden Fall den Film da zusammen angucken. Und diese Kinos sind einmal das wunderschöne Cineplex in Siegburg, habe ich mir ausgesucht. Das geht um 17.45 Uhr los. Und das UCI Kinowelt Hürth Park Hürth. 14.45 Uhr ist los. Ein nicer Kinoname. Und da will ich einfach mal dann vorbeischauen, Leute. Also, wenn ihr da irgendwo in der Nähe wohnt, wäre natürlich mega cool. Leute. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Der Brodde war noch nicht einmal im Video. Brodde! Hallo! Die Leute haben sich schon beschwert, Brodde. Komm her! Ja, du kleine Ratte. Du bist so süß. Du bist so süß. Oh mein Gott, die Tür ist geknallt. Brodde, was machst du da in meinem... Okay, Leute, jetzt ist auch noch Brodde im Video. Das Video ist perfekt. Oh mein Gott, guck dir das an, wie er es gerade genießt. Oh mein Gott, er enjoyed das gerade so krass. Oh mein Gott, wie er es genießt gerade. Alter. Oh mein Gott, er genießt das gerade so krass. Oh, Brodde, das ist gerade sehr, sehr nice. Beide die besten Brodde. Gib mir ein High Five. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's von dem wunderschönen Vlog. Geht auf heyshop.de. Ich habe heute mal wieder den gelben Lightning-Merch angezogen, weil ich dachte, das passt heute. Schaut auf jeden Fall auch bei Flash auf Instagram vorbei. Der chillt gerade da oben sein Leben. Das war's von dem heutigen Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Abo da, gibt es täglich kranke Videos. Bald eine mega nice Reise. Also solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Und ich würde sagen, haut rein und tschüss. Still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record, deals. Tell them Tucker Collins for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost.